Wisst ihr, das Rollstuhlfahrerleben hat auch seine Vorteile. Man hat immer jemanden, der das Bier zieht. Schönen Vatertag. Kommt ein Vertreter rein in eine Kneipe mit einem riesengroßen Koffer. Steht eine am Tresen, geht zu denen hin und sagt: Entschuldigen Sie, Sie sind doch sicherlich Vertreter. Und dann sagt er: Ja, bin ich. Ja, was verkaufen Sie denn? Ich bin Vertreter für Vibratoren. Und dann sagt sie: Oh, das ist ja interessant, das kenne ich ja gar nicht. Und dann sagt er: Wissen Sie was, ich habe heute so einen guten Schnitt gemacht. Heute mache ich mal den Koffer auf und Sie dürfen sich aus meinem Sortiment einen Vibrator aussuchen, ganz umsonst. Und dann sagt sie: Oh, das ist aber nett. Er macht den Koffer auf, sie steht vor den ganzen Vibratoren und sagt und überlegt und guckt und guckt und guckt, ne, und sagt dann auf einmal: Naja gut, dann nehme ich den ganz rechten, den Orangen. Und dann sagt er: Ja, den können Sie leider nicht nehmen, das ist nämlich meine Thermosflasche. Bis zu diesem Moment war echt geil der Vatertag und dann ging's los. Die Hand ist an mir! Die Decke!
Soll ich doch jemand im Buch holen? Jetzt wäre das weniger. Ich habe immer eine Ruhe. Bring Nummer 1. Ich bin das. Oh, nur die Harten kommen da. Party! Nein, nicht nochmal Hagel! Ich würde sagen, wir bleiben noch eine Stunde, dann lassen wir alle Hemmung fallen. Wenn er mal eine Wurst. Ja, logisch. Spielt doch dann sowieso keine Rolle mehr. Nee. Ah, schön, dass die GoPro noch läuft. Ja. Wasserdicht bis 10 Meter. Bis 10 Meter? Wow. Und jetzt blitzt das auch noch. Und wir sind schön unter dem Baum, Alter. Und morgen Tragödie, Alter. Ja, wir brauchen mehr Bars. Wir brauchen mehr Bars. Gar nicht gut unter dem Baum. Nee, unter dem Baum gar nicht, nein. Aber wo wollt ihr sonst? Ich will ja nicht hetzen, aber wir sollten echt unter den Bäumen weggehen, wenn es gewittert. Den Rat haben wir dann beherzigt und unsere Sachen zusammengepackt und auf dem Weg nach Hause gemacht. Kannst gleich mal auch überholen. Map, Vorsicht, Vorsicht. Map. Es rumste im ganzen Tal. Es war doch nur der Wasserfall. Das hast du doch Boxershorts, da? Hey, bitte mal Bier. Rudi! Ja, leider ist der Akku der GoPro dann ausgegangen. Gerade als es so richtig anfing zu schütten. Wir haben leider nur noch ein paar Handy-Videos davon zusammentragen können. Aber es war ein verdammt lustiger Tag insgesamt. Ja, das Ende war super. Wir sind im strömenden Regen nach Hause. Wir waren alle bis auf die Unterhose nass. Aber das war ein Vatertag, den werden wir in unserem Leben nie vergessen. Geile Party auf jeden Fall. Wie war Vatertag bei euch? Habt ihr auch so eine netten Erlebnisse gehabt? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Cheerio. Hey, Chica. Chica. Ich will jetzt mal ein Auge durchfahren.